Hallo, ihr Lieben. Ich melde mich mal in einer etwas anderen Form bei euch. Es ist ja schließlich bald Weihnachten und das Jahr ist auch schon fast rum und ich denke, die Zeit ist gekommen, mal ein paar kleine Sachen loszuwerden. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, gab es in letzter Zeit nicht sehr regelmäßig Videos von mir. Das liegt einerseits daran, dass ich natürlich erst dieses Jahr mit Let's Plays angefangen habe, noch null Routine drin ist und ich eigentlich noch gar keine Ahnung von nichts habe. Und zum anderen mache ich, wie einige von euch bestimmt wissen, nebenbei eine Schauspielausbildung. Ich bin jetzt im 6. Semester und das nimmt natürlich einen großen Teil meiner Zeit ein. Denn Schule ist wichtig und sollte immer wichtiger als YouTube sein. Dazu kommt noch, dass mein größeres Hobby Cosplay ist. Und für die, die nichts mit diesem Begriff anfangen können, Cosplay setzt sich aus den Wörtern Costume und Play zusammen. Also Kostümspiel und bedeutet eigentlich nur, dass ich mich gerne als fiktive Charaktere aus allen möglichen Bereichen verkleide. Ich liebe es, auch wenn es mich manchmal echt an meine Grenzen bringt und möchte es auch weiterhin betreiben und besser daran werden. Das Problem ist, dass Cosplay zwei Dinge komplett verschlingt. Geld und Zeit. Und genau das ist passiert. Ich habe viel zu spät mit meinem Großprojekt angefangen, nichts hat wirklich so geklappt, wie ich gehofft hatte und dadurch hatte ich kaum bis gar keine Zeit mehr, um Dark Souls aufzunehmen oder zu schneiden oder überhaupt irgendwas in dieser Richtung zu tun und deshalb gab es jetzt sehr lange keine regelmäßigen Uploads mehr. Es tut mir furchtbar leid und ich fühle mich schrecklich, dass ich meinen Zeitplan nicht einhalten konnte und ich würde euch so gerne versprechen, dass 2017 alles anders und besser wird, aber das kann ich leider noch nicht. Wie bereits erwähnt, mache ich eine Schauspielausbildung und bin jetzt im 6. Semester. Die letzten beiden Semester, also das 7. und 8. Semester, sind nur für unser Abschlussprojekt und Einzelunterrichte. Und das mag jetzt vielleicht nicht nach viel klingen, aber das ist das Problem. Ich kann noch nicht sagen, wie viel Zeit alles in Zukunft in Anspruch nehmen wird und deshalb kann ich keine Versprechungen machen. Ich werde natürlich mein Bestes für euch geben und mich immer anstrengen und vielleicht bekomme ich eines Tages alles unter einen Hut, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich freue mich, wenn ihr diesen Weg mit mir bestreitet und ich will alles geben, um euch den Content zu bieten, den ihr verdient habt. Danke für eure Unterstützung, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Wir sehen uns dann dort. Ciao, ciao!